Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute regnet's, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt einfach mal einen Regenschirm an mein Kamerastativ geklebt und hoffe, dass das so funktioniert, dass ich trotzdem was aufnehmen kann. Ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit auf gutes Wetter gewartet. Das kommt aber nicht. Demzufolge gibt es jetzt bei schlechtem Wetter, gehen wir der Frage nach, was sind bitte Antinährstoffe oder, Moment, ich muss nachlesen, antinutrive Substanzen. Schön, nicht? Klingt gleich viel schlauer. Übrigens, wenn ich zwischendurch hier heller werde, liegt das ausnahmsweise nicht daran, dass ich ein iPad verwende, sondern weißes Papier. Das erstaunlicherweise doch das Licht jetzt sehr gut reflektiert. Es ist stockduster. Es ist zwar erst 16 Uhr irgendwas, aber ja, entsprechend. Erstens bin ich im relativ dichten Wald, zweitens ist es dunkel, weil es regnet und naja, es hilft nichts, müssen wir durch, geht jetzt nicht anders. So, ja, was sind jetzt also bitte antinutrive Substanzen? Dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Fangen wir mal am Anfang an, wie immer. Eine Pflanze hat einen primären und einen sekundären Stoffwechsel. Boing. So, jetzt erstmal zu kurz ein paar Worte zum primären Stoffwechsel. Das dient einfach der Energieerzeugung zum Primär jetzt einfach Überleben. Also auf gut Deutsch Nahrung bauen, das kann Pflanze ja selber aus Photosynthese, diese verstoffwechseln, wachsen, weil wachsen gehört bei der Pflanze zum Leben dazu. Eine Pflanze, die nicht mehr wächst, ist automatisch tot, beziehungsweise wird bald sterben. Und ja, das ist es im Wesentlichen auch schon gewesen. Also so diese direkte, immerwährende am Leben Erhaltung. Dafür braucht die Pflanze ein gewisses Maß an Energie in Form von Sonnenlicht und ein gewisses Maß an Ressourcen in Form von Wasser und ja, CO2 im Wesentlichen, was sie ja in der Luft bzw. im Boden findet. Dazu noch ein paar Nährstoffe wie Magnesium, Calcium, Natrium, Mineralien im Wesentlichen. Achtung, eine Pflanze braucht keine Vitamine, weil die kann sie selber bauen. Vitamine brauchen nur wir, weil die wir nicht selber bauen können. Deshalb müssen wir pflanzliches Zeug essen oder jemanden essen, der vorher pflanzliches Zeug gegessen hat, damit wir an Vitamine kommen. Gut, aber das ist schon so weit, schon fast schon zu weit. Wenn jetzt genug Ressourcen zur Verfügung stehen, also genug Licht, genug Wasser, genug Nährstoffe, vor allen Dingen auch genug CO2, aber davon gibt es ja zurzeit mehr als genug, dann hat die Pflanze noch zusätzlich die Möglichkeit, nochmal was nebenher zu machen, anstatt einfach nur sich am Leben zu erhalten. Also quasi, sie hat einen Ressourcenüberschuss und kann den jetzt nutzen, um was anderes damit zu tun, als ja, nur am Leben zu bleiben quasi. Da gibt es dann im Prinzip drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Pflanze wächst noch schneller, noch besser, noch größer und ja, das hat sich damit auch schon erledigt. Dafür werden die Zusatzressourcen einfach benutzt, um quasi den primären Stoffwechsel noch weiter anzutreiben und noch weiter voranzupreschen quasi. Möglichkeit 2, wie produziert Nachkommen. Also sprich, die zusätzlichen Ressourcen werden einfach verwendet, um Samen zu produzieren. Und Möglichkeit 3, sie nutzen ihre zusätzlichen Ressourcen, um sich zu verteidigen, also für Abwehrzwecke. Sprich, sie produzieren irgendwas, was ihnen hilft, Feinde abzuwehren, weil weglaufen können sie ja nicht als Pflanze. So, das äußert sich jetzt folgendermaßen. Die erste Strategie mit dem schnellen Wachstum ist quasi sozusagen so zu verstehen in der Ökologie, dass die Pflanze einfach so schnell wächst, dass sie den Feinden davon wächst. Im Fall vom Baum, der ist so schnell hoch, dass die Tiere, die quasi niedriger sind als der Baum, oben an den Baum schon gar nicht mehr rankommen und dem Baum nichts tun können. Des Weiteren schützt er sich natürlich durch eine dicke Borke, dass die da auch nicht groß dran rumklappern können. Und damit ist er einfach aus dem Äser rausgewachsen, sagt man so schön. Entsprechende Fressfeinde können ihm nichts mehr. Dummerweise gibt es natürlich auch noch Käfer. Jetzt kann man sagen, die kommen natürlich bis oben gut, aber wenn der Baum ja so super schnell wächst, produziert er mehr Blätter, als die Käfer in der gleichen Zeit fressen können und dann geht es ihm im Prinzip auch wieder gut. Damit kommt man durch, über die Runden sozusagen. Das ist die eine Strategie. Die zweite Strategie ist, dass wir die mit dem Nachkommen produzieren. Das gibt es bei Bäumen jetzt nicht so sehr. Das ist mehr was für kleinere, kurzzeitig auftretende Pflanzen. Die wachsen hoch, produzieren sofort Samen, stecken alles, was sie an Ressourcen haben, was sie nicht fürs unmittelbare Überleben brauchen, in die Samenproduktion.
und lassen sich dann einfach fressen. Oder sterben, weil Winter kommt. Oder sterben an sonst was. Ist ihnen aber egal, weil sie ja Samen produziert haben und dann quasi in ihren Nachkommen weiterleben. Diese Strategie ist zum Beispiel in der Wüste sehr beliebt. Wenn dann tatsächlich da mal eine Pflanze hochwächst, dann macht die nichts anderes, als sofort Samen zu produzieren, die dann wieder 30 Jahre auf den nächsten Regenschauer warten, um dann wieder auszukeimen, sofort Samen zu produzieren, zu sterben, und die Nachkommen warten wieder 30 Jahre auf den nächsten Regenschauer. Und Strategie 3, und um die geht es jetzt hier primär, ich wollte euch das nur mal übersichtsmäßig mal ein bisschen schön darstellen, damit ihr mal wisst, was es überhaupt so alles gibt. Und weil ich einfach gerne laber, wisst ihr ja, ist eben die Abwehr, die Verteidigung, und darum geht es jetzt im Prinzip im weiteren Videoverlauf. Ach so, wichtig dazu zu sagen ist noch, bei diesen drei ökologischen Strategien, entweder Feind davonwachsen, Feind ignorieren, vorher Samen produzieren, oder Feind wahrnehmen und gegen Feind kämpfen, in Anführungszeichen, da gibt es keine beste Lösung. Das hängt ganz davon ab, wo man lebt. Und selbst an jedem Ort, an dem man theoretisch leben kann, sind alle drei Grobstrategien vorhanden. Also je nachdem, der eine macht so, der andere macht so. Solange es niemand anders genau gleich und besser macht, dann hat derjenige, der nur diese eine Strategie verfolgt, halt eben ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so ähnlich, wie wenn man sich versucht, selbstständig zu machen oder ein neues Unternehmen gründet auf dem Markt. Wirtschaft und Ökologie haben teilweise wirklich viele Gemeinsamkeiten. Wer eine Idee hat, die kein anderer hat, und was anbietet, was kein anderer anbietet, der setzt sich in der Regel durch, und das ist in der Natur nicht anders. Aber jetzt zu den Pflanzen, die sich also quasi wehren. Was machen die? Die bauen, zum einen gibt es die Möglichkeit, dass man das sicher mechanisch wird. Das heißt, man baut Dornen. Dornen ist hilfreich gegen zum Beispiel Ziegen oder ähnliches, bringt aber nicht so viel gegen Insekten oder sonstige Viecher, die auch in der Pflanze leben und vom Pflanzenmaterial sich ernähren und einfach an Dornen oder ähnlichem locker vorbeikommen, weil sie so klein sind, dass sie das nicht stört. Deshalb gehen wir jetzt auf so Dornen und derlei Zeug jetzt erstmal nicht weiter ein, sondern man baut Gifte ein. Und zwar in sich selbst. Das können Pflanzen relativ gut, weil eine Pflanzenzelle hat eine sogenannte Vakuole. Das ist in der Mitte der Zelle, mehr oder weniger in der Mitte, einfach nur ein Hohlraum, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, primär Wasser, aber ist auch noch ein bisschen was anderes drin. Und da rein kann man beliebiges Zeug einlagern als Pflanze. Das stört die Pflanze selber nicht. Deshalb kann sie auch theoretisch Substanzen, die für sie selber, nicht nur theoretisch, macht sie auch praktisch, Substanzen, die für sie selber giftig sind, auch in die Vakuole einlagern. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für die Pflanze. A, sie ist die Giftsubstanzen los und hat sie wo deponiert, wo sie sie nicht stören. B, jemand, der die Pflanze frisst, frisst die Giftsubstanzen mit, zerbeißt dann quasi beim Essen des Pflanzenmaterials die Vakuole. Diese platzt dann auf und die ganzen Giftstoffe kommen raus und man hat sie entsprechend im Mund, im Magen oder halt, wo man halt eben die Nahrung hingepackt hat. Sehr effektive Methode. Und das ist bei den meisten Giftstoffen eben der Fall, dass die in der Vakuole eingelagert werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu Giftstoffen. Man kann spezifische Giftstoffe produzieren, die einen spezifischen Feind, insbesondere hilft das gut bei großen Tieren, schnell umbringen. Also wirklich richtig giftig sind, also Toxine. Beispielsweise das Gift der Eibe, Taxin, das ist ja sehr tödlich. Und wenn man da eine Weile Eibe futtert, so ab 30 Gramm oder was, Eibennadeln oder was, dann segnet ein Mensch das Zeitliche. So ein Gift ist ziemlich aufwendig in der Herstellung und hat den großen Nachteil, dass es im Prinzip nur gegen große Fressfeinde mit einer langsamen Entwicklungszeit hilft, weil Insekten, das gibt es im Tropenwald ein schönes Beispiel, haben so kurze Generationszeiten, insbesondere wenn sie dann in den Tropen leben, wo es schön warm ist und sie sich schön schnell entwickeln können, dass die 4 oder 5 Generationen pro Jahr unter Umständen schaffen. Und jede Generation ist ja ein bisschen besser in ihren Lebenslauf angepasst als die Generation davor. Das heißt, die schaffen das wirklich so schnell, sich daran zu gewöhnen, dass die Pflanze einen neuen Giftstoff erfunden hat, dass sie gegen den wieder immun sind. Dann muss die Pflanze, um nicht gefressen zu werden, einen neuen Giftstoff entwickeln, gegen den die Käfer nicht mehr immun sind. Die fressen dann wieder die Pflanze, sterben, ein paar überleben aus irgendwelchen Gründen trotzdem, weil sie halt eben doch immun waren. Die pflanzen sich wiederum fort und die nächste Generation ist gegen den Giftstoff wieder immun. Die Pflanze muss einen neuen Giftstoff entwerfen. Das nennt man das biochemische Wettrüsten im Regenwald. Ist relativ faszinierend und sehr spannend. Bei uns in Deutschland findet das jetzt auf dem krassen Level nicht statt, aber im Prinzip auch.
Die Alternative ist jetzt eben zu diesen spezifischen Giften, die nur gegen manche spezifischen Arten wirken und irgendwelche Spezialisten, die sich gegen eben dieses Gift angepasst haben, da hilft es nichts. Da gibt es noch Alternativen dazu, nämlich unspezifische Gifte kann man sie dann eigentlich nicht mehr nennen. Es sind trotzdem Giftstoffe irgendwo. Und die machen dann Folgendes. Die schädigen nicht direkt denjenigen, der das Material futtert, sondern sie verhindern in der Regel eigentlich fast alle die Aufnahme von Nährstoffen desjenigen, der die entsprechenden Pflanzenmaterialien gefuttert hat. Ja, und das ist eben unspezifisch, weil jeder, der diese Pflanzenmasse futtert, bekommt eben diese Nährstoffaufnahmeverhinderungsstoffe ab. Und tatsächlich kann sich so gut wie kein Organismus dagegen irgendwie nennenswert effektiv wehren. Da muss man dann halt eben mit leben, dass man dieses Zeug gegessen hat. Da kann man wenig dagegen tun, außer natürlich, man ist Homo sapiens, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, aber dazu kommen wir dann nochmal später. Aber merken, spezifische Sachen sind zwar tödlich und super effektiv für einzelne Arten, die können sich aber dagegen anpassen und sind dann dagegen immun, während diese unspezifischen Giftstoffe eben bei jedem, nahezu jedem wirken, aber sie müssen in großer Menge konsumiert werden und sind nicht so effizient, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, helfen halt eben gegen jeden, auch wenn er nicht sofort tot ist. Trotzdem, man muss ja auch nicht unbedingt einen Feind sofort umbringen, dass der kapiert, dass es keine gute Idee ist, an Pflanze XY rumzuknabbern. Gut. Und eben diese unspezifischen Giftstoffe, das sind sogenannte Antinährstoffe, die quasi genau das tun, was der Name vermuten lässt. Sie wirken anti-gegen Nährstoffe. Jetzt gäbe es im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Die Pflanze könnte jetzt sagen, ich baue ein Anti-Kohlenhydrate-Molekül und wenn jemand mich futtert, dann setzt sich dieses Anti-Kohlenhydrate-Molekül auf ein Kohlenhydrat und das kann dann nicht verdaut werden. Das ginge theoretisch, chemisch gesehen, wäre das möglich und die Pflanze könnte das. Macht sie aber nicht, weil das wäre ja blöd, weil Kohlenhydrate braucht unser eins in riesiger Menge. Das heißt, die Pflanze müsste in riesiger Menge gegen Kohlenhydrate produzieren, um die Kohlenhydrateaufnahme in einer nennenswerten Weise zu reduzieren. Das würde also enorm viel Ressourcen für die Pflanze brauchen. Wir hatten es ja am Anfang. Die kann nur Abwehr produzieren, wenn sie überhaupt mehr Ressourcen bekommt, als sie zum primären Überleben erstmal braucht. So viel ist da jetzt nun auch wieder nicht übrig, dass die sich leisten könnte, quasi zu jedem Stückchen Kohlenhydrat, was sie in sich reinpackt, ein Gegenkohlenhydrat zu produzieren. Das würde nicht funktionieren. Auch Stickstoff, davon braucht man schon erheblich weniger, insbesondere wenn man ein Pflanzenfresser ist, ist so eine Sache. Das ist immer noch in relativ großen Stückzahlen benötigt. Viel, viel, viel weniger als natürlich Kohlenhydrate oder Fette oder sonstiges Zeug. Aber das würde auch schon nicht reichen. Wäre auch schon immer noch zu viel Aufwand, einen Anti-Stickstoff zu produzieren. Deshalb handelt es sich dann meistens um Antinährstoffe bei Antinährstoffen um etwas, das eben verhindert, dass Spurenelemente bzw. Mikronährelemente oder Ähnliches aufgenommen wird. Das heißt, in der Regel handelt es sich um Mineralien, weil gerade ein Pflanzenfresser in der ohnehin schon mineralienarmen Pflanzenkost, da muss er schon sehr viel Pflanzenkost futtern, um seinen Mineralienbedarf überhaupt zu decken. Und wenn ihm dann doch mal die Mineralien abhanden kommen, weil halt eben entsprechende Stoffe drin sind, die die Mineralienaufnahme verhindern, dann hat ein Pflanzenfresser, der seine Mineralien nur durch Pflanzenverzehr bekommt, erstmal ein Riesenproblem. Das ist dann durchaus möglich, dass das dann auch tödlich ist, wenn er genug von dieser Pflanzenmasse gefuttert hat, die seinen Mineralhaushalt vernichtet, in Anführungszeichen. Und dann ist er futsch. Das gilt insbesondere gerade eben so für Käfer und solche Dinge. Da ist eben diese unspezifische Abwehrmethode extrem effektiv und wird von den meisten Pflanzen, die lange irgendwo stehen bleiben müssen, also sprich Baum, angewendet. Das heißt, wenn du Pflanzenfresser bist und dein Salat enthält Tannine, Oxalsäure oder ähnliches, dann im Kampf ums Überleben heißt es dann relativ schnell, and the winner is der Salat.